Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge City Skylines 2. Und auch zu der letzten Folge dieser Serie fürs Erste, denn ich habe beschlossen, ich werde fürs Erste mal City Skylines wieder liegen lassen. Ich bin immer noch mit dem ganzen Spiel nicht so ganz zufrieden. Ich mag den Einser ehrlich gesagt immer noch lieber. Kann natürlich auch einfach sein durch die Gewohnheit oder sowas, aber aktuell ist für mich das Einser immer noch besser wie das Spiel. Auch wenn der Verkehr teilweise echt schrecklich ist. Aber wir werden in Zukunft auf jeden Fall nochmal zurückschauen. Dann auch nicht im Grid-Building-System, wie ich hier gemacht habe, sondern mehr so ein bisschen ländlich aufbauen versuchen. Aber Städte sind sowieso meistens gritty. Ich werde mir vielleicht mal München dann anschauen, wenn wir nochmal eine Serie machen. Aber fürs Erste wird es heute die letzte Folge sein. In der letzten Folge werden wir dafür noch einiges machen, denn wir wollen die Satellitenschüssel hier verbauen. Und einfach, weil es so ein bisschen zur Universität passt, würde ich die hier mit reinsetzen. Weil die sowieso wirken auf die komplette City. Aber es schaut einfach cool aus, hier so neben einer technischen Universität eine Satellitenschüssel stehen zu haben, die sich darum kümmert. Gut. Und dann denke ich mal noch zu der größten Sache für die Folge. Der internationale Flughafen. Wir haben schon den Hafen gebaut hier unten. Jetzt sieht man mittlerweile, wie sich hier das saubere Wasser rauspusht. Das ist auch mega geil. Wir werden zwar leider auch nicht mehr sehen, wie das hier langsam voll wird. Das wird aber auch noch Ewigkeiten dauern, gleich bis der voll ist. Aber meist ist, denke ich, auch nicht so schlimm. Dann werden wir jetzt aber uns um den Flughafen kümmern. Wo ist er denn? Hier, internationaler Flughafen. Den werden wir jetzt hier unten rein platzieren. Und zwar circa so. So circa könnt ihr euch den Plan vorstellen von diesem Flughafen. Erstmal werden wir das Ganze hier planieren anfangen. Das wird eine teure Angelegenheit, aber wir haben ja so viele Millionen auf dem Konto, dass ich das, glaube ich, so total wurscht ist. Ebenen. Wir werden das hier auf die Ebene bringen. 400 und los geht's da drauf. Ein bisschen raus und dann. Wie groß kann ich den Pinsel eigentlich machen? Oh, 1000, das ist ja. Angenehm Pinselgröße, du. Wir chippen jetzt auch mal hier viel vom Berg weg einfach. Keine Sorge, Tiere werden versetzt, wenn notwendig. Terrainebenen. Gut, dann ist das jetzt die Flughafenfläche hier. Setzen wir den doch mal hier rein. Jetzt sitzt der hier. Build any airport, okay. Ach ja, du musst hier gar nicht wirklich viel machen, weil hier die zwei Straßen dran sind, die direkt das komplette Gebiet hier stellen. Güterflugzeugroute erstellen, okay. Spannend, okay. Dann werden wir jetzt hier aber eine Autobahnabfahrt dann noch einbauen. Ich hätte eigentlich gedacht, dass es eine herausforderndere Sache wird. Heute ist mit Sprechen wieder eine ganz, ganz schwierige Sache irgendwie. So, wir brauchen eine One-Way-Richtung. Da finde ich die relativ angenehm, eigentlich von auch der Bauweise her. Weil jetzt auch wieder genau wie hier einfach eins. Ist es eine Richtung wieder? Schon, oder? Das ist eine fünfspurige Einbahnstraße rein theoretisch. Wir müssen ganz schnell mal hier den Zugverkehr auch verlegen. Das sollte nicht die schwierigste Sache sein. Den schnell zu verlegen. So, oder? Schienenverkehr. Dann gehen wir wieder hier drauf. Flughafen. Ah, nee. Autobahn.
chippen wir halt ein bisschen aus der Autobahn weg. Circa, oder? Schauen wir mal, ob das nochmal funktioniert, ob er jetzt noch schreit. Jetzt hat er nicht mehr geschrien. Oh Gott. Alignment des Jahrtausends? Nein, bitte nicht. Das lasse ich nicht zu, dass wir so allein darum fahren. Aber das geht ja absolut nicht. Warte, vielleicht ist es schlau, wenn ich einfach ein Stückchen von der Autobahn abreiße in dem Fall. Und dann das ganze Kreuz einfach hinsetze, so wie ich denke, dass das passt. So. Dann mein Straßenkreuz. Ich könnte auch einfach mal da bleiben, wo ich bin. Und das jetzt... mit dem alleine. So. Da gibt es immerhin ganz praktische Allein-Tools. Das sind doch gleich die praktischsten Sachen teilweise. So. So. Zack. Perfekt. Das werde ich aber vielleicht noch ein bisschen umbauen müssen, damit das von der Größe einfach passt. Also es geht auf jeden Fall hier, wie es ausschaut, dann von der 5-spurig raus. Grad bitte vielleicht. Dankeschön. Nein. Gut, dann drehen wir das Ganze noch um. So, umdrehen, perfekt. Und dann werden wir dich hier nochmal auf eine 4-spurige und dich auch noch auf eine 4-spurige. Dann gehen wir runter auf 3, 2. Dich werden wir aber trotzdem auf einen 3er setzen. Und dann setzen wir die Auffahrt auf eine größere. Auch für eine größere Zeit und machen das so hier. Spurig. Gut. Das wäre sozusagen mal das Grundkonstrukt von diesem Flughafen. Wir müssen jetzt noch ein Stromnetz anschließen, ans Wassernetz und dann wäre das auch schon mal geschafft. Was jetzt aber auch noch scheint, ist, dass die hier... Oh, da muss noch ein Zugsystem dran. Da muss noch das Schienennetz dran. Das können wir hier unten durchführen und dann hier links und rechts anschließen, ne? Wie machen wir das denn mit euch? A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution if you must drive and try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. Pending updates to our power grid, the city will be experiencing rolling blackouts. We urge the public to remain calm during these breaks in service and to follow the guidelines on the city's website on how to plan temporary events. Gute
This has been a local public service announcement. Wir gehen erstmal. Good to know, Jim. Seems like everyone is in a hurry to get somewhere fast. It's worth slowing down. And if you can, plan your trip outside the rush. Oh, I don't know. I'd rather wait an hour in traffic than to have to start thinking about everything. Gehen wir hier mit 64 runter. So, machen wir hier 64 runter und setzen dich mal so. Perfekt. Schaut jetzt alles noch sehr wild aus, was wir machen, aber es hat alles einen Sinn. Es wird auch noch wilder, weil ich gerade eine voll geile Idee habe. Warte mal. Das wird sehr wild, was ich jetzt mache. Nee, oder auch nicht. Gut. Ich habe gerade überlegt, ob ich nicht hier noch eine Kurve reinsetze. Wäre natürlich eine Möglichkeit, ne? Aber muss man jetzt nicht unbedingt machen. Die größte Sache wäre eigentlich aktuell hier. Zweispurig. Genau, das ist ungefähr so hinzukriegen. Machen wir es mal einspurig, einfach damit wir den Rest anpassen können. Genau. Dann setzen wir das auf eine zweispurige Straße um. Reißen das erste Stückchen. Was heißt bei euch das erste Stückchen, hm? Das ist jetzt sozusagen eine Beschleunigungsstreifen, was wir hier bauen. So. Machen wir es halt so. Ist ja auch wurscht. Ist ja auch wurscht. So, warte mal. Zack. So. Das ist doch gar nicht schlecht. Das Ganze kombinieren wir jetzt noch mit dem mittelgroßen Kreisel. Das ist schon mal angeschlossen. Das ist jetzt supi. Und dann hier noch dich hier. Dich müssen wir jetzt noch schauen. Jetzt habe ich mir natürlich die Schienen gerade voll gebaut, ich glaube, ich schlumpf. Das war wieder eine geniale Idee. Ah, aber das kriegen wir noch hin. Gut. Du gehst hier hin. Du gehst dann hier so hin.
So. Dann hier wieder unterirdisch. Dich anbinden. Wieder überirdisch. Gut. Dann ist das auch angeschlossen. Bedeutet international. Ja, warte. Strom und das Ganze. Da würde ich aber hier sogar ein Eck, ehrlich gesagt, ein eigenes Umspannwerk hinsetzen. Was wir dann mit Strom versorgen. Unterirdisch. Oder sogar eher oberirdisch in dem Fall, weil es einfach besser passt. Hä? Und darf ich jetzt nichts von der Oberwelt sehen, während ich das mache? Das ist ja eine Frechheit. Danke. Haben wir kein oberirdisches Stromnetz mehr, oder was? Müsste ich hier hinten an der Stadt entlang, um ans Stromnetz mich anzuschließen. Ich glaube aber eigentlich, wenn ich es hier irgendwie lang kriege. Und ab hier muss ich unterirdisch wieder weitergehen, weil wir ansonsten... ...nicht ans Stromnetz angeschlossen kriegen. Und Wasser nehmen wir einfach von der nächsten Source. Wenn die zwei Seiten mal hier angeschlossen. So. So und so. Super. Bedeutet, unser Flughafen müsste jetzt eine Stromversorgung haben. Oder hat er nicht, weil ich hier das Strom auch wieder unterirdisch an das Netz anschließen muss. Okay. Dann haben wir jetzt einen internationalen Flughafen hier stehen. Und können dem sagen, hey, ich hätte gerne eine Luftverbindung. Wir machen das jetzt mal alles da hinten an normalen Passagierhangars. Von dir. Zu dir. Und wieder zurück. Hätte ich von dir gerne noch... Bis zu dir. Und wieder zurück. Von dir. Bis nach hier. Und wieder zurück. Und dann setzen wir dich auch noch an. Und zurück. Perfekt. Have 20 active transport lines. Auch nicht schlecht. Dann setzen wir jetzt erstmal hier noch eine Transportmaschine, die nach hier fliegt und dann nach hier. Dann von hier nach hier vorne und nach von hier nach hier drüben und nach hier und von hier zurück nach hier. Jetzt ist hier schon wieder ordentlich unterwegs. Aber wir haben noch die Möglichkeit, eine Zuglinie einzurichten. Die wir auch uns gleich gönnen werden. Wir nehmen dich. Fahren mit dir bis hierhin. Und nehmen dann den anderen Steig. Nimmt und dann bis hier hochfährt
und wieder zurück. Keine Fahrzeuge, das ist doch ein Schmarrn, oder? Zusätzliche Gleise. What? Okay. 1 Erhöht die Kapazität für mehr Züge. Das ist genau das, was wir brauchen. Gut. Mehr Züge ready to go. Obwohl sind alle gestorben. Okay, auch nicht schlecht. Aber der internationale Flughafen, der scheint jetzt richtig Gas geben zu können. Wie es ausschaut. Passagiermaschinen landen und starten hier überall. Der erste Zug ist auch hier. Was will man mehr? Wir haben unseren ersten kleinen Flughafen errichtet. Beziehungsweise unseren ersten und letzten Flughafen für diese Serie. Da muss ich sagen, finde ich zum Beispiel vom ersten des DLC auch wieder sehr cool mit dem Selbstbauflughafen. Alter, wie viele auf einem Schlag landen. Aber das kann man nicht sagen, das ist auch ein spätes DLC gewesen. Das haben sie echt spät rausgebracht und alles. Aber das würde noch mega geil sein für den Teil, wenn du wirklich in der Größe baust, wie jetzt zum Beispiel dieser Flughafen ist. Wäre das eine geile Sache, wenn du das hier dir selber bauen könntest und dann mit Erweiterung nach einer Zeit noch dazu bauen. Und sozusagen den. Weil jetzt ist es wieder so, das wieder am Anfang von City Skylines auf jeden Fall, wo du ein bisschen limitiert warst auf bestimmte Sachen. Mittlerweile kannst du gefühlt alles irgendwie selber designen und bauen. Das braucht der 2er unbedingt, denke ich, und die müssen noch einiges verbessern. Ich weiß jetzt zum Beispiel schon wieder nicht, warum sich jetzt unbedingt Staub bildet. Weil sie es gerade wieder nicht hinkriegen, sich gescheit einzuordnen. Das sind halt Sachen, die ein bisschen nerven einfach. Ich glaube, da kriegt die Verkehrsführung, kriegt sogar der 1er noch besser hin. Und ich glaube, es ist wichtig, dass der 2er auch Mods bekommt, gescheit und gescheite Mod-Unterstützung. Dass wir selber den Traffic managen können, dass es wieder einen Mod gibt, der perfekt dich die Linien anpassen lässt und wo was genau hinfahren darf, weil dann kriegst du die ganze Sache um einiges besser unter Kontrolle. Aber Leute, ich würde sagen, das war's jetzt für die letzte Folge City Skylines 2. Es hat viel Spaß gemacht, es war sehr spannend und wir werden mal schauen, was als nächstes kommt. Ihr könnt es ja meinetwegen in die Kommentare schreiben, was ihr sehen wollt. Oder bis die erste nächste Folge aufgenommen werdet, sollte noch ein bisschen Zeit sein. Und ihr könnt reinschreiben, was ihr gerne sehen würdet. Vielleicht wird es dann noch was davon. Also, ich hoffe, es gefallen. Wenn ihr alles einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns bei der nächsten Serie. Also, bis dann. Ciao.